weit ist gekommen. Wie groß die sind. Der Kopf ist auf Baujahr 85, 86, auch der Helm auch. Bloß der Körper ist mal neu gekommen. Und der Anzug halt nochmal neu. Aber sonst die Schirme, die haben wir jetzt auch überarbeitet dieses Jahr, nee, letztes Jahr. Und die sind jetzt ein bisschen besser steuerbar. Die anderen, die waren eigentlich relativ schnell, aber wenn man die langsam machte, dann hatten die so eine Tendenz, dass sie eingefallen sind. Und früher hat es mit Tippanlage oder wie? Nee, also waren schon 35 Megahertz Anlagen. Aber auch mit Servos alles ja, ja. Feinsteuerung? Ja, bloß das waren dann nur, ich sag mal so 5 Kilo Graupner Servos, die 507. Mhm. Und inzwischen haben wir so 12 bis 14 Kilo Servos drin. Braucht ein bisschen mehr Strom, aber da hast du die Arme zuverlässiger, da die runterziehen. Mhm. Ja, ist ja doch Druck drauf. Ne? Ja. Was wiegt das Ganze da gestellt? 1100, 1200 Gramm, je nachdem, ob man noch Blei in den Füßen hat oder nicht. Ja. Was macht das Blei? Ja, wenn der fällt, dann soll er möglichst neutral, oder dass die Füße so ein bisschen nach unten hängen. Mhm. Wenn der jetzt, ich sag mal so, fallen würde, dann, oder der würde aus dem Flugzeug, der ist ja hier festgemacht mit einem Sack, und wenn der jetzt fällt, dann muss er neutral fallen, oder so leicht mit den Füßen voran. Das also, wenn der Schirm aus dem Sack rauskommt, da kommt ja auch erst der Hilfsschirm. Ups. Da ist dieser Hilfsschirm, der zieht den großen Schirm raus. Mhm. Und der muss halt am besten nach oben hin. Und wenn der sonst, ich sag mal, mit dem Kopf nach unten ist, dann fällt er schon mal über. Dann sind die Leinen hier an der Arme vertüttelt oder sowas. Mhm. Und das ist halt der, ja. Da wiegt man ihn so ein bisschen aus, dass er neutral fällt. Das ist ja sozusagen die Servoachse. Ja, ne? So. Und da sitzt dann im Arm halt hier, ich sag mal, wenn er unten ist und dann dreht sich das Arm. Ach so. Oh, war schneller. Ja. Das ist das Prinzip und das hat sich Josef damals ausgedacht, weil es gab ja mal diesen Vic Charlie und der hat ja im Prinzip den Arm direkt aus Servo geschraubt gehabt und da ging ja nur immer Getriebesalat. Ich hatte den auch. Ja. Und dann waren dauernd die Getriebe kaputt. Ja. Und das halt, allein diese Feder, die nimmt halt viel Schläge weg, weil die halt noch ein bisschen schwingen kann. Und zur Not rutscht das übereinander. Ja, das ist ne? Gut. Und wenn man merkt, aha, da ist jetzt ein übergesprungen, dann kriegt der Arm halt einen Zucken und dann ist wieder drin. Das ist jetzt der volle Ausschlag. Mhm. So, und wenn er jetzt einen Schlag kriegt, dann hat er zwei Zähne übergesetzt. Ja. Die kann man auch wieder zurückdrehen. Hört sich zwar böse an, ja, aber wie beim Knochenbrecher. Und dann ist das nachher wieder das Servo auf der richtigen Position zum Arm.